Dieses Video wird euch präsentiert vom Roten Punkt. Ja, richtig, vom Roten Punkt, denn er war schon immer da in jedem meiner Videos. Er ist euch vermutlich nur noch nie aufgefallen. Intro. Heute geht es um Ordnungsämter. Ich muss zugeben, ein bisschen dumm bin ich ja schon. Zumindest kenne ich niemanden, der so viele von diesen Dingern hier gesammelt hat, wie ich das habe. Ich ordne dieses Video jetzt trotzdem im Bereich Hassalphabet ein, da jeder Mensch in jedem Alter, von jedem Berufszweig, in jeder gesellschaftlichen Schicht Politessen hasst. Bevor ich angefangen habe, dieses Video hier aufzunehmen, sind erstmal ein paar Tage vergangen. Ich habe mit meinen Freunden, meiner Familie und sogar mit meinen Lehrern über den kommenden Fall gesprochen und alle waren sich einig, dass ich diesen Fall hier öffentlich machen soll. Wie komme ich jetzt also dazu, ein Video über Politessen bzw. das Ordnungsamt zu machen? Da muss ja schon ein bisschen mehr passiert sein, als einfach nur, dass ich mein Auto irgendwo falsch abgestellt habe. Oh ja, glaub mir, das ist es. Bei meinem Fall beschränke ich mich jetzt einfach mal auf das Parken in der Stadt Köln und fange mit meiner Geschichte ganz von vorne an. Seit 2014 mache ich eine schulische Ausbildung auf einer Berufsschule in der Innenstadt von Köln. Bis zuletzt habe ich noch mit meiner teuflischen Ex-Freundin gemeinsam in einer Wohnung in Remscheid gelebt und musste demnach jeden Morgen mit dem Auto nach Köln fahren. Und um das direkt mal zu beantworten, nein, ich habe nicht die Bahn genommen, denn in meiner Schule muss man pünktlich sein. Durch Glück habe ich eine kostenlose Parkgelegenheit am Kölner Südstadion gefunden, an dem ich mein Auto die letzten 2 Jahre problemlos stehen lassen konnte und von da aus bin ich dann halt immer weiter zur Schule gegangen. Denn das Parken bei mir an der Schule kostet 3 Euro pro Stunde. Das sind 1 Euro pro 20 Minuten. Das macht 18 Euro pro Schultag. Das macht 90 Euro in einer Schulwoche. Das macht 360 Euro in einem Monat. Abzüglich der Ferien macht das im Verlauf der ganzen Ausbildung 9.720 Euro. Haltet euch das mal vor Augen. Wenn ich während meiner Ausbildung an der Schule parken möchte, müsste ich der Stadt 9.720 Euro Parkgebühren zahlen. Und vor allem dieses 3 Euro pro Stunde, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Nicht mal in Berlin war es so teuer. Und ich war schon an vielen Orten in diesem Land. An dieser Stelle dürft ihr mich gerne eines Besseren belehren und mir in die Kommentare schreiben, ob es bei euch in der Gegend vielleicht genauso teuer oder noch teurer ist. Schweiz zählt nicht, aber mich würde mal die Ecke München interessieren. So, und jetzt bin ich ja im Oktober nach Köln gezogen. Und es steht ja fanpostbedingt und weil YouTube im Impressum meine Adresse verlangt, sowieso überall. Ich wohne direkt im Zentrum, direkt am Zülpicher, in der Partymeile. Manchmal verlasse ich morgens das Haus und falle aus Versehen in eine Kneipe rein. Es war noch nie schlecht. Aber naja, noch bevor ich hergezogen bin, habe ich mich schön brav 8 Stunden beim Einwohnermeldeamt hingesetzt und einen Bewohnerparkausweis beantragt. Der Spaß kostet 30 Euro im Jahr, die ich auch schön brav in bar bezahlt habe, aber ich muss sagen, die 30 Euro finde ich auch echt tragbar, so im Vergleich zu 4.320 Euro, die man sonst im Jahr bezahlen würde. Und ja, das Ding habe ich dann auch wie geplant bekommen. Da steht dann ein Bezirk drauf, wo du stehen darfst, den habe ich dann gegoogelt. Das sieht dann so aus, also das ist dann der weitläufige Bereich, wo ich stehen darf, ist eigentlich schon, da findet man schon was, wenn man 25 Minuten sucht. Und ja, dann letzte Woche, Pole Position, ich finde einen Parkplatz direkt bei mir vor der Haustür und habe ein Knöllchen an meinem Auto. Ich nehme dann das Ding und dachte mir, gut, das kann passieren. Die stellen beim Ordnungsamt auch Blinde ein. Ich bin halt wirklich komplett locker geblieben. Ihr müsst wissen, ich habe eine sehr niedrige Meinung von diesen Leuten, da ich schon öfter mal in irgendwelche Fallen von denen getreten bin und ich wusste, dass ich dieses Mal im Recht bin. Dachte ich. Ich habe also meinen Anwohnerparkausweis abfotografiert, ausgedruckt und per Post auf den Fehler aufmerksam gemacht. So, und jetzt kommt der Knaller. Eine Woche später, ich komme von der Schule nach Hause, gehe an meinem Auto vorbei und sehe original das hier. Also ich muss zugeben, ich bin auf der Straße auch ein bisschen laut geworden. Also man hat sich schon ein bisschen nach mir umgeguckt, als ich gebrüllt habe. Was zum Fick mache ich denn bitte falsch? Ich bin daraufhin die Straße 5 oder 6 Mal hoch oder runter gelaufen und habe meinen verdammten Fehler gesucht. Aber nichts, keine Baustelle, kein Schild, kein Kurzzeitschild, nichts. Gar nichts. Nichts, was einen Fehler hinweisen könnte. Ich habe wirklich danach gesucht und nichts gefunden. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Meine ganzen Nachbarn, 5 oder 6 Leute, die vor und hinter mir standen, alle mit demselben Bewohnerparkausweis, alle ein Knöllchen am Auto. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, da kann was nicht stimmen. Also habe ich einfach mal im Ordnungsamt von Köln angerufen und den ganzen Standpunkt erklärt. Die erste Antwort zu meinem ersten Knöllchen, das ich bekommen habe, war, dass mein Beschwerdebrief eine Woche später noch nicht mal eingegangen ist, weil die mit dem Bearbeiten der Post eine Woche zurückliegen, weil die so viele Beschwerden bekommen. Und dann haben sie mir erklärt, dass mein Anwohnerparkausweis nicht dafür da ist, dass ich dort parke, wo ich wohne. Was? Und jetzt kommt die Erklärung für meinen Fehler. Ich darf nur an den Bereichen in meinem Bezirk stehen, wo die Parkautomaten einen roten Punkt aufgeklebt haben. Das ist kein verdammter Scherz. Ich fragte die Frau dann freundlich am Telefon, woher ich das denn wissen soll. Und diese meinte einfach nur, das wurde mir beim Austeilen des Bewohnerparkausweises mitgeteilt.
wurde es nicht. Wirklich? Es kann nicht an mir liegen, dass ich so dumm bin. Denn sonst würde die ganze Nachbarschaft nicht dasselbe Problem haben. Bezahlen muss ich die Scheißteile jetzt trotzdem. Obwohl ich es nicht wissen konnte. Ganz im Ernst, das ist Abzocke. Und ich würde sogar behaupten, das ist eine ganz gerissen geplante Abzocke. Auch als Anwohner muss man sich von der Stadt mindestens einmal, in meinem Fall jetzt sogar zweimal, abzocken lassen, bevor man mitgeteilt bekommt, wie man es richtig macht. Und weil ich mich so absolut verarscht fühle, nutze ich jetzt mal diese Gelegenheit und mache diese Geschichte hier auf meinem YouTube-Kanal öffentlich. Ich denke, das habe ich auch ganz rechtens gemacht. Ich selbst habe jetzt nur für meine eigene Existenzberechtigung auf den Profilbildern meiner Social-Media-Kanäle einen roten Punkt gesetzt und ich lade euch ein, das jetzt auch zu tun. Ach ja, und ich finde es übrigens großartig, wenn ihr diese Geschichte weitererzählen könntet und dieses Video teilen könntet. Übrigens, Hashtag roter Punkt für Köln, ganz wichtig. So, und da ich heute so unverschämt gute Laune habe, erzähle ich euch jetzt noch eine Geschichte vom Ordnungsamt. Die folgende Geschichte ist einem guten Freund von mir, dessen Name hier nicht erwähnt werden möchte, letztes Jahr passiert und diese toppt sogar noch meine Geschichte um eine Stufe. Und zwar lebt dieser Freund, nennen wir ihn jetzt einfach mal Thorsten S., in einem Wohngebiet in Köln, bei dem man kostenlos parken darf. Ja, sowas gibt es auch hier. Und ja, dort steht er auch mit seinem Auto. Kostenlos, problemlos, seit Jahren. Dieser jener Thorsten S. hat es im letzten Sommer gewagt, 3 Tage in den Urlaub zu fliegen und hat dabei sein Auto, wie die Jahre zuvor, zu Hause stehen lassen. Als er aus dem Urlaub zurückkam, war sein Auto weg. Er wurde abgeschleppt. Und er musste für dieses Abschleppen die kompletten Kosten in Höhe von über 300 Euro selber tragen. Der interessierte Masterjam-Zuschauer wird sich jetzt fragen, wieso wurde jener Thorsten S. an diesem Zeitraum abgeschleppt? Wisst ihr was? Ihr fragt zu Recht, ich werde es euch beantworten. In der Zeit, wo er weg war, fand vor dem Haus ein Umzug statt. Es wurde also in seiner Abwesenheit ein Halteverbotsschild dorthin gemacht, auf das er logischerweise vom Nordpol aus nicht reagieren konnte. Auf seine folgende Beschwerde, er stehe dort seit Jahren problemlos und konnte gar nicht aus dem Urlaub auf dieses Schild reagieren, bekam er vom Ordnungsamt folgende Antwort. Sie hätten vor Ihrer Reise bei uns anrufen müssen und nachfragen müssen, ob in der Zeit Ihrer Abwesenheit ein Halteverbotsschild in diese Straße kommt. Ja, ja, das Ordnungsamt ist eine Karikatur Ihrer selbst. Wenn ihr auf das ganze Thema denselben Hass empfindet, den ich empfinde, könnt ihr das jetzt in Form eines Daumen hoch bemerkbar machen. Und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr dieses Video hier ein bisschen rumerzählen könntet. Zeigt es doch einfach mal einem Pechvogel, der mit sowas auch schon zu kämpfen hatte. Ich bin übrigens richtig gespannt, was für Geschichten ich jetzt von euch lesen darf. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Bleibt aber bitte sachlich und bei der Wahrheit. Ansonsten haut raus und um Himmels Willen, egal was ihr auch tut, denkt an den roten Punkt. Der rote Punkt, der ist ganz wichtig. Und tschüss.